Mit dieser Strategie, dass ich immer zuhöre, wenn andere auf mich einfangen, habe ich mich sehr gut eingerichtet. Mein Anderssein öffnete mir Herzen und Türen in Paris und New York, von denen selbst ich nicht wusste, dass sie existieren. Um ein bisschen anzugeben, 1996 feierte ich in Paris mit den Supermodels Nadia Auermann, Tatjana Patitz, Ina Berglista, im Backstage bei Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier und Vivienne Westwood. Ich lernte Grace Jones kennen, der hat mir einen Kessel geklaut, Julie Newmark, Thanks for Everything, von der ich habe, und Indrika Wendler habe ich kennen. Ich hielt Schwätze mit Kurt Montana, knutschte mit seiner Schwester. Wir aßen zusammen im teuersten Pariser Restaurant und diese waren Superstars, behalteten mich mit 10 D-Mark zu der Zeit in der Tasche als eine von ihnen. Dann kam die Rechnung, die war monetär bemessen. Ich war eingeladen. Göttin sei Dank. Welche anderen Tanz wurde das sonst noch zuteil? Das sind Fakten nachzulesen in meiner demnächst zu erscheinenden Biografie. Und plötzlich ist man alt, Travestie von ihrer Schattenseite. Gut, keiner von ihnen ist jetzt ein richtiger Freund und keiner von ihnen zahlt meine Miete. Aber meine Einzigartigkeit öffnet mir diese Türen einer akzeptierenden Welt. Toleranz war gestern. Heute kriege ich Akzeptanz, wenn meine Bäckerei-Fachverkäuferin mir aus Sympathie jeden Morgen Schritt umsonst mitgibt. Und neulich sagte Oma Brösel zu mir, oh, Frau Castelli, ich trage meine Daumenperms nicht mehr, die passen doch so super zu ihrem Kleid. Oma Brösel hat schon Größe 48 und ich 38 auf 43. Alles so wie 1996, nur anders. Aber durch diese alltägliche Akzeptanz lernte ich, dass Trans und Homophobie, also die Angst vor dem Anderssein, heilbar ist. Auch Heterosexualität ist heilbar. Normalsein ist nur eine Frage des Standpunkts. Und ich fühle mich sehr normal. Verglichen mit dem Rest meiner Sippschaft bin ich praktisch eine Heilige. Wie sähe eine Welt ohne Transen und Homos aus? Ich verrate es Ihnen. Fiese Musik, kaum anzüglicher Humor, kaputte Dauerwellen und schlechte Haarschnitte, kaum aufwendiges Geschmeide, wenig muskelgestählte Stripper, keine Selbstironie, man liegt nur zweimal, inkompetente Farb- und Stilberatung, mittelmäßige Make-up-Artisten oder Haute-Coiffure-Künstler, schlechte Musicals, kaum großartige Revuen mit Balletttänzern, schäbiges Innendesign, keine aufwendigen Bühnenbackdrops und noch weniger Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Und keine Haute Couture. Mein dämlicher Ex-Lover glaubte, Haute Couture sei der große Eingang zum Kuhstall. Und Kuhstall auf Arabisch hieße Mubarak. Irgendwas sind die Randgruppen doch gut. Und wenn es nur die Tatsache ist, der Masse Mensch die Andersartigkeit, scheinbare Andersartigkeit vor Augen zu führen. Was wir anfangen, wird irgendwann mal Mode. Ein Beispiel. Ich musste mit 14 Jahren noch die Nase blutig schlagen lassen in der Schule, weil ich einen Ohrstecker tragen wollte. Wo es noch hieß, nicht rechts. Da tragen nur die Homos rechts. Heute darf David Beckham beidseitig Ohrstecker tragen und das wird als metrosexuell gefeiert. Danke. Menschen in meines Schlages waren ihrer Zeit immer voraus. Doch zu der Erkenntnis, dass die Probleme einer Transe in dieser völlig aus den Fugen geratenen Welt ohne Belange sind, gehört nicht viel. Warum singe ich den nächsten Song vom Songbird? Der Singvogel steht auch als Synonym für Freundschaft. Und da weiß ich, song.
inside, and still you don't know me. With the songs that I sing and the magic they bring, I'll help you be stronger. My song sets you free, but who sings to me? Who sings his songs for me? Bedingungslos lieben nur, singen nur echte Freunde für einen. Ich habe 30 Jahre mit Freunden verbracht, die mich auf ihr erträgliches Maß runterschraubten. Du bist zu laut, zu überdreht, zu gut gelaunt und viel zu lebenslustig und fröhlich. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt wie too happy sein zu können. Ich war der Spiegel, der reflektierte, was sie nicht waren. Lebendig, ein Mensch mit Puls. Und anstatt dies wertzuschätzen, wurde ich auf ihr erträgliches Maß runtergestutzt. Als gut erzogenes Kind wollte ich natürlich gefallen, mich angenommen fühlen und tat ihr befohlen. Diese Selbstverleugnung meiner selbst führte, sie ahnen es, zur schlimmsten Depression meines Lebens. Von Juni 2009 bis März 2010, als ich mit Joyce wieder Lebensmut gewann. Ja, Kreativität beflügelt. Joy bedeutet Freude. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Joyce Henderson mir zur Seite steht. Danke. Ich verarbeite meine Dramata auf der Bühne. Ich muss jetzt nicht ausführen, wie die Freunde reagierten, als ich nicht mehr die lustige Person, deren Clown war, den sie einst kannten, sondern nur ein Häufchen elenden Schatten meiner selbst. Damit konnte ich nun gar nicht umgehen. Es folgten die üblichen Sprüche, die ihr alle kennt. Das wird schon wieder. Morgen ist ein neuer Tag. Mach dich mal nicht so fertig und sieh das alles mal nicht so eng. Nach viel Psychotherapie erkannte ich mich und meine Einzigartigkeit und das böse Spiel, zu dem ich jetzt keine gute Miene mehr machte, sondern mich gnadenlos von diesen Freunden trennte. Es tat mir nach 30 Jahren zwar sehr leid, aber letztendlich richtig gut. Ich hatte wohl 30 Jahre lang Tomaten auf den Augen, ich weiß es nicht. Mein Therapeut ersetzte die dicken Tomaten durch hauchdünne Lachsscheiben. Jetzt sehe ich alles wieder rosa-rot. Gute Zeiten kann man mit jedem besser haben, aber schlechte Zeiten nur mit echten Freunden. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt, drum folget mir nach und sonnt euch mit mir in Freundschaft. Liebe Grüße an Donna Summer, Robin Gibb, Michael Jackson, Amy Winehouse und wer sonst noch verstorben ist, denn...